In diesem Video wiederholen wir kurz die Intervallnotation für Mengen von reellen Zahlen. Und wir beginnen auch direkt mit dem sogenannten geschlossenen Intervall. Das sehen Sie hier. Formal ist ein geschlossenes Intervall, so ein Ausdruck der Form AB mit eckigen Klammern drumherum. Und dieser Ausdruck repräsentiert alle reellen Zahlen, die zwischen diesen Grenzen A und B liegen. Das heißt, formal ist das, wie auf der rechten Seite beschrieben, die Menge aller x aus den reellen Zahlen mit der Eigenschaft, dass x zwischen a und b liegt, wobei a und b selber auch angenommen werden dürfen. Deswegen steht da ein kleiner gleich. Am besten kann man diese Idee einmal auf einem Zahlenstrahl visualisieren. Wir betrachten jetzt hier, wenn Sie diesen Zahlenstrahl angucken, einmal das geschlossene Intervall von 1 bis 3 und da sind eben genau diese Werte von 1 bis 3 da drin. Da die Grenzen ganz entscheidend sind bei den Intervallen, bei den geschlossenen Intervallen, die Grenzen jeweils dazukommen, machen wir das hier nochmal durch diese beiden geschlossenen Punkte in der Darstellung deutlich. Wenn es geschlossene Intervalle gibt, dann gibt es natürlich auch offene Intervalle. Und wie Sie sehen, unterscheiden die sich genau darin, dass die Grenzen jetzt bei diesen offenen Intervallen nicht mit zu der Menge gehören. Also die Grenzen hier dieses Intervalls, in dem Falle 1 und 3, die gehören nicht mit zum Intervall. Das ist der Unterschied zwischen geschlossenen und offenen Intervallen. Naja, und wenn man geschlossene und offene Intervalle hat, kann man das Ganze natürlich auch noch kombinieren zu sogenannten halboffenen Intervallen, so wie das zum Beispiel hier dargestellt ist. Da ist jetzt die eine Seite, in dem Fall das A, linke Seite, mit in dem Intervall, also mit in der Menge drin. Die rechte Seite ist nicht mit drin, das B gehört nicht mit zu der Menge. Also in dem Falle geht das Intervall von 1 einschließlich bis 3 ausschließlich in unserem Beispiel. Wenn man mit der Intervallnotation arbeitet, dann sieht man auch häufig, dass dort das Unendlichzeichen vorkommt. Das ist einfach eine praktische Kurzschreibweise, um eine Menge zu definieren. Hier in dem Fall jetzt ist es unendlich auf der rechten Seite. Das heißt, wir sammeln hier alle Werte auf, die größer gleich a sind. Das ist einfach eine praktische Schreibweise. Zu beachten ist allerdings an der Stelle, dass das Unendlichzeichen immer zusammen mit der Rundenklammer steht. Hier in dem Beispiel ist das Intervall von 1 einschließlich bis unendlich einfach die Menge aller Zahlen, die größer gleich 1 sind.